Sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für den Empfang hier. Ich freue mich, hier sprechen zu dürfen, weil eben dieses Thema mich seit vielen Jahren, ich bin nächstes Jahr 25 Jahre hier an dem Universitätsklinikum in Essen tätig und ich freue mich sehr, dass die Entwicklung so rasant vorangeschritten ist, was die Behandlung des Brustkrebses anbetrifft. Und ich nehme Sie einfach mal ein Stück weit mit. Das ist sportlich in der Kürze der Zeit, so die wesentlichen Aspekte Ihnen darstellen zu können. Aber ich versuche es einfach mal und wir haben im Anschluss ja durchaus Zeit, das entsprechend weiter zu thematisieren und zu gucken, wie es weitergeht. Meine Interessenskonflikten, das ist so üblich, dass wir zeigen, was wir denn machen. Und Sie haben es schon im Vortrag von Herrn Professor Schuler gehört. Ich bin durchaus auch als Auditor im Rahmen der Deutschen Krebsgesellschaft unterwegs. Das heißt, ich schaue mir andere Brustzentren an und gucke, dass dort entsprechend den Leitlinien, entsprechend die Qualität dort stimmt. Brustkrebs ist nach wie vor, das hat Frau Reimann schon gesagt, das hat Dr. Marinus gesagt, es ist ein häufiges Thema. Wir wissen das aus den Medien, nicht? Sie kennen die Schlagzeilen, die an vielen Stellen, ob sie nun immer der Wahrheit entspricht oder nicht, aber die sich in den Medien sehr, sehr breit machen, nicht? Und das ist halt was, was uns beschäftigt und das ist was, was wir immer mitnehmen müssen. Brustkrebs ist kein Notfall. Natürlich ist es für die betroffene Frau oder den Mann, 700 Männer erkranken jährlich in Deutschland an Brustkrebs, 70.000 Frauen, ist das ein Notfall. Das ist ein psychologischer Notfall, aber es ist medizinisch kein Notfall und deswegen lohnt es sich an dieser Stelle, sich da adäquat ein Bild zu machen, dass wir optimale Therapiemöglichkeiten nutzen und dass wir eben die Chance haben, das bestmögliche Ergebnis für die Betroffenen hervorzurufen. Das sind nochmal die Zahlen, die ich Ihnen mitgebracht habe. 70.000 Frauen, 700 Männer, ich sagte es bereits, das ist jede achte Frau, die im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt, nicht? 30% sind jünger als 55 Jahre. Meine jüngst behandelte Patientin war 16. Nur das ist eine Breite, nicht? Die Älteste, die sind weit über 90. Wir haben jetzt eine, die feiert in wenigen Tagen ihren 100. Geburtstag und hat dann mit 99 noch die Diagnose Brustkrebs bekommen. Aber auch dort können wir entsprechend etwas machen und können sie behandeln. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht den Mut verlieren, wenn wir so eine Diagnose bekommen. Und wir helfen Ihnen da gerne, das adäquat zu behandeln. Es gibt statistische Risikofaktoren, die natürlich für das Individuum nichts sagen. Ich höre das immer ganz häufig, dass Frauen sagen, aber ich habe 3 Kinder gestillt, ich habe 4 Kinder gestillt und trotzdem habe ich jetzt Brustkrebs bekommen. Das ist doch irgendwie nicht richtig. Ja, Sie wissen, die Statistik sagt für das Individuum nichts aus. Und wir haben viele Dinge, auf die wir ja gar keinen Einfluss haben. Das sind unabhängige Risikofaktoren, auf die man sich gar nicht so konzentrieren kann, weil wir es nicht ändern können. Es sind Lebensgewohnheiten, sind Strahlenbelastungen, sind natürliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Wir können nicht alle irgendwie den Ort wechseln, um eben das Risiko rein statistisch zu senken. Aber es gibt Punkte, und über die kann man durchaus mal nachdenken, wo auch wir persönlich den Einfluss haben, nicht? Das ist, um das Risiko eines Rückfalls zum Beispiel zu minimieren, ist, dass man sportlich aktiv ist. Da kann ich Sie nur animieren, nicht? Nehmen Sie nicht den Aufzug, sondern nehmen Sie Treppen. Das kann man auch im alltäglichen Dasein durchaus nutzen. Es gibt die Möglichkeiten, sich einigermaßen durchschnittlich gesund zu ernähren. Dass Rauchen nicht gesund ist, muss ich Ihnen nicht sagen. Und so kommen eben so ein paar Punkte zusammen, nicht, dass wir darauf achten sollten, das Körpergewicht einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Und das sind halt so ein paar Punkte, wo wir persönlich etwas machen können. Das Wichtigste bei der Behandlung des Brustkrebses ist erstmal, dass Sie die Diagnose haben, nicht? Die Diagnose, die müssen wir feststellen und das können wir heute sehr viel besser, als ich das erlebt habe, als ich hier vor 25 Jahren angefangen habe. 2002 ist in Deutschland flächendeckend das Mammographie-Screening eingeführt worden und ich kann Sie nur animieren, dorthin zu gehen. Das ist hocheffektiv, das ist auf einer exzellenten Diagnosemöglichkeit, da sind wirklich echte Experten, es sind immer mehrere Befunder, die sich denn die Mammographiebilder anschauen und manchmal sitzen wir, ich nehme regelmäßig an den Screening-Konferenzen teil, sitze ich dort und denke Respekt, dass man diesen kleinen Befund überhaupt erkannt hat. Dass dieses Screening durchaus auch seine Vor- und Nachteile hat, das wissen wir, weil eine 69-jährige Frau, die hat rein statistisch mindestens noch 15 Jahre zu leben, nicht? Und hier endet dann das Mammographie-Screening. In vielen Städten wird das allerdings nicht so gesehen und sprechen Sie Ihre behandelnden Gynäkologen an oder aber wenden sich an die Screeningstellen,
da ist es durchaus möglich, auch nach dem 69. Lebensjahr weiterhin eine Mammographie zu erhalten, weil, wie ich schon gesagt habe, das kann durchaus auch zu späteren Lebensjahren noch einmal auftreten und dann ist es immer gut, wenn wir es entsprechend erkannt haben. Sie sehen hier auch den Verlauf, nicht? Wir sind da relativ gleich, was denn die Erkrankung anbetrifft, aber ich glaube, wir haben es geschafft, in den letzten Jahren durchaus für die Betroffenen die Situation deutlich zu verbessern und das betrifft viele Punkte und die würde ich jetzt gerne im Einzelnen mit Ihnen durchgehen. Viele Menschen meinen, Brustkrebs, naja, das ist doch was, was denn so erblich sich so durchzieht. Nein, es ist nicht so. Auch wenn so viele Frauen erkranken, ist es allerdings nur so, dass 5, maximal 10% aller Frauen, die an Brustkrebs erkranken, dieses genetisch vererben. Und Sie kennen diese Dame, nicht? Das ist Angelina Jolie. Die hatte eine Situation, dass sie eben bevor sie erkrankt wurde, diese genetischen Veränderungen bei ihr hat diagnostiziert bekommen. Und dann haben wir die Chance, rein prophylaktisch, also bevor etwas entstehen kann, diesen Drüsenkörper zu entfernen. Und es ist nicht nur die Brust, sondern es ist auch durchaus, und das ist im Zuge dieser Situation bei Angelina Jolie gar nicht so präsent geworden, auch der Eierstockkrebs, der auftreten kann, wenn diese genetischen Veränderungen, wenn diese Mutationen, wie wir dazu sagen, wenn die vorhanden sind. Und das macht man natürlich erst, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, 40, 45. Lebensjahr. Aber das ist dann durchaus der Schritt. Da muss man darüber nachdenken, wenn denn diese Veränderungen da sind, dass man den Frauen prophylaktisch quasi die Eierstöcke und das Brustdrüsengewebe entfernt. Und das sehen Sie hier, das ist so eine Therapieempfehlung, die von der Arbeitsgemeinschaft der gynäkologischen Onkologen verfasst wird. Da gibt es ganz viele zu allen Situationen, was den Krebs anbetrifft, gibt es dort entsprechende Empfehlungen. Die werden einmal jährlich durchaus aktualisiert und die sind eben auch für alle zugänglich, sodass man da schauen kann, was man da macht. Und Sie sehen hier, dass eben dort empfohlen wird, dass man die Eierstöcke beim Nachweis dieser genetischen Veränderungen entfernt und dass man eben das Brustdrüsengewebe ebenfalls entfernt und das kann man natürlich auch in jüngeren Jahren machen. Das ist aber nur für den Fall, dass man noch nicht erkrankt ist. Wenn man bereits an Brustkrebs erkrankt ist, dann ist das etwas diffiziler zu betrachten, weil Sie wissen, so wie ich, dass der Brustkrebs eine systemische Erkrankung ist. Das heißt, wenn wir mal den Brustkrebs haben, dann schaffen wir es mit der Operation nicht, dass der Brustkrebs nicht zurückkehren kann. Dann schaffen wir es vielleicht, dass er nicht im Bereich der Brust zurückkehren kann, wenn wir dort radikaler operieren, aber wir schaffen es nicht, dass das Gesamtkörpersystem betroffen wird. Und deswegen ist das so eine Sache, die wir etwas getrennter betrachten müssen. Und um überhaupt, und da kann ich Sie nur animieren und da kann ich nur meine Kollegen in der Niederlassung durchaus animieren, dass wir herausfinden, wer hat denn so ein Risiko, ob das denn jetzt einer von den 5 bis 10% ist, die denn genetisch an Brustkrebs erkranken. Dafür gibt es sogenannte Risikolisten. Und diese Checklisten, die werden ausgefüllt. Man guckt, indem man in die Familie schaut, ob die Mutter oder die Schwester oder aber durchaus die Kinder erkrankt sind. Und das kann man für Männer und Frauen berechnen. Und abhängig davon ist das dann eine Sache, wo man sagt, hier lohnt es sich, dass man testet, weil die Wahrscheinlichkeit doch etwas höher ist, als es in der breiten Masse ist. Also wenn Sie eine Familie haben, in der viele Brustkrebsfälle oder viele Eierstockkrebsfälle sind, besprechen Sie das mit Ihrem niedergelassenen Kollegen und dann können die entsprechend dort das untersuchen und man kann prüfen, ob sie dafür in Frage kommen und sie an entsprechende Stellen überweisen, dass man das im Blut testen kann, man nimmt Blut ab und guckt, ob diese genetischen Veränderungen da sind. Das Wichtigste, was ist, wir können den Brustkrebs, und das galt auch vorhin bei dem Lungenkrebs, nicht mit der Gießkanne behandeln. Das heißt, wir geben nicht jeder Patientin die gleiche Therapie, sondern Präzisionsonkologie. Das ist ja heute das Thema, das ist wichtig und das ist in allen Bereichen so. Und deswegen muss das individuell sein und dafür benötigen wir manchmal Zeit. Dafür brauchen wir ein paar Tage oder gar Wochen, wo wir die Patientin bestmöglich individuell bestimmt behandeln können.
Frau Reimann hat es gesagt, das sind nach wie vor die drei Säulen in der Therapie des Brustkrebs. Das ist auf der einen Seite die Operation, das ist auf der anderen Seite die Systemtherapie, Tabletten, Infusionen, Spritzen, all das, was da so zugehört. Und das ist die Strahlentherapie, die vordringlich im Bereich der Brust eingesetzt wird, aber auch an anderen Stellen, wenn sich dort Metastasen, wie wir sagen, Töchtergeschwüre abgesiedelt haben. Zum Beispiel im Knochenbereich ist das durchaus eine Möglichkeit, hier Schmerzen zu lindern, Stabilität zu gewährleisten. Diese drei Säulen, die wollen wir ein Stück weit betrachten, wobei ich mich hauptsächlich auf die beiden erstgenannten konzentrieren möchte. Ich habe nur mal ein Übersichtsbild mitgebracht, wie schwierig es für uns alle ist, sage ich jetzt mal, wie komplex es ist, den frühen Brustkrebs zu behandeln. Da gehören halt viele Punkte zu und Sie sehen das hier. Man teilt das in unterschiedliche Risiken ein. Es gibt Low-Risk-Situationen, es gibt mittlere Risikosituationen, es gibt hochgradige Risikokonstellationen. Es gibt die Situation, dass wir eine Chemotherapie brauchen, es gibt die Situation, dass wir keine Chemotherapie brauchen, es gibt die Situation auch hier, die Antikörper, von denen wir vorhin schon gehört haben, es gibt die Immuntherapien. All diese Punkte, die muss man letztendlich sich überlegen, um eben individuell das bestmögliche Konzept zu finden. Und dann nutzt man eben diese Konstellation, um der Patientin einen Therapievorschlag zu machen und gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und da nehme ich Sie jetzt mal mit. Es liegt jetzt eine Zeit zurück, da haben wir geglaubt, wir heilen den Brustkrebs mit dem Skalpell. Und da kann ich Ihnen sagen, es wird die Zeit kommen, ich weiß nicht, ob ich bis dahin in Pension gehe, aber es wird die Zeit kommen, wo wir nicht mehr jeden Brustkrebs mit dem Skalpell operieren werden. Es wird teilweise so sein, dass wir nur noch mit einer Infusionstherapie, mit einer Tablettentherapie, also mit einer systemischen Therapie den Brustkrebs behandeln. Und an vielen Stellen arbeiten wir heute schon daran. Wir sind lange davon weg, radikal zu operieren. Das ist was, da ich habe Ihnen ein historisches Bild mitgebracht, nicht? Das war irgendwie so aus dem 18. Jahrhundert, schrecklich, muss man sagen, nicht? Sie sehen das, wenn man diese Schere schließt, nicht? Würde dadurch die Brust entfernt. Das ist aber noch gar nicht so lange her, dass man geglaubt hat, dass das eben wirklich eine gute Idee wäre, nicht? Und wir alle haben noch so aus unseren Familien Frauen kennenlernen müssen, die dicke Arme hatten, nicht, die Lymphstau hatten, die Lymphbewegungseinschränkungen und so weiter hatten, die eben möglichst radikal operiert wurden. Wir wissen allerdings, das ist ein Artikel aus dem Jahre 2015, das ist das Deutsche Ärzteblatt, also nicht irgendwie eine Boulevardzeitung, die ich hier zeige, und die hat eben schon gesagt, brusterhaltende Operation hat eine bessere Prognose, das wissen wir. Wir wissen anhand von Studien, und ich habe Ihnen gleich eine davon mitgebracht, also wirklich wissenschaftlichen Untersuchungen, dass es unter Umständen häufig besser ist, wenn man nicht zu radikal operiert, also nicht immer das Brustdrüsengewebe entfernt. Und dieses hier ist so eine Publikation, die es dazu gibt, nicht? Und ich habe einen Teil davon herausgesucht, die eben bereits 2019 publiziert wurde. Auch das ist ja jetzt schon eine Weile her. Für uns sind das schon relativ ältere. Wir sind relativ aktuell. Professor Schuler hat es gerade erzählt, wir kommen gerade alle aus Paris. Europäischer Krebskongress, die European Society of Medical Oncology, da waren wir jetzt alle und da tauschen wir uns aus. Wir tauschen uns an vielen Stellen weltweit aus und nutzen das. Und hier muss man sagen, 2019 haben eben die Kollegen das publiziert, die haben eben genau gezeigt, dass die Patienten, die brusterhaltend operiert wurden und anschließend bestrahlt wurden, die haben ein besseres Überleben, die haben ein längeres Überleben, die haben weniger Rezidive, die haben insgesamt eine bessere Prognose. Das kann man nicht für alle sagen, deswegen gilt wieder, man muss es individuell betrachten, man muss die Patientin sehen und muss sich anschauen, Sie werden im Verlauf meines Vortrages sehen, wie sich das unterschiedlich auswirkt. Bevor wir eine brusterhaltende Therapie, so nennen wir das, wenn wir nur den Knoten aus der Brust herausschneiden, sage ich jetzt mal so, bevor wir das machen, müssen wir erstmal eine vernünftige Diagnostik haben. Und auch da ist es schön, dass Professor Werner darauf hingewiesen hat, nicht? Smart Hospital, nicht? Digitalisierung, die können wir nutzen und die bringt uns ein ganzes Stück voran, weil wir einfach diese Medien und diese Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen können, um dort viel besser zu werden.
Aber es gehört auch nach wie vor dazu, dass wir unsere normalen Sinne benutzen, nicht? Dass wir die Finger und Augen benutzen. Und deswegen muss man eine Patientin klinisch untersuchen. Axilla ist die Achselhöhle, nicht? Mama ist die Brust, Axilla ist die Achselhöhle. Alles, wenn Sie es nicht verstehen, klären wir gleich auf. Ich mühe mich, das geht uns ja manchmal so ein bisschen unter, möglichst Deutsch zu sprechen und nicht nur Fachtermini zu benutzen. Also wir untersuchen die Patientin, wir machen einen Ultraschall. Dazu gehört immer die Brust und die Achselhöhle. Ich habe Ihnen hier mal so Bilder mitgebracht, wie so etwas im Ultraschall aussieht. Patienten sagen immer, das ist nur Schneegestöber. Ja, ich kann Ihnen sagen, wenn man das mehrere Stunden am Tag über viele Jahre macht, kann man sich da einsehen und kriegt auch ganz gute Ergebnisse heraus. Es gibt zudem, das ist ja im Mammographie-Screening eingeführt, die Möglichkeit der Röntgenuntersuchung der Brust, die Mammographie. Das kann man kombinieren mit Schichten, nicht wie beim CT, eine Computertomographie, das kann man mit Kontrastmittel unterstützen, um eben die Aussagekraft der Mammographie noch besser zu machen. Sie sehen hier so mal ein Beispiel und Sie sehen hier mehrere, ja, wir sagen dazu Clips, nicht? Sie sehen dazu etwas hellere Stellen. Diese Clips, mit denen markieren wir uns die Stelle, wo wir denn eine Probe entnommen haben, wo wir einen Brustkrebs nachgewiesen haben, weil wenn wir eine Patientin mit einer Systemtherapie behandeln, dann tun wir das häufig gerne, bevor wir operieren, um diese Stelle untersuchen zu können, um zu sehen, dass wir die richtigen Substanzen einsetzen. Und darunter können wir verfolgen, wie diese Stellen sich verändern, wie der Tumor kleiner wird. Und warum haben wir jetzt so einen Clip dorthin gelegt? Wir haben den Clip dorthin gelegt, damit wir die Stelle wiederfinden. Weil wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen können, selbst wenn wir in der Bildgebung die Stelle nicht mehr nachweisbar können, wenn wir den Knoten überhaupt nicht mehr sehen können, dass wir noch nicht operieren müssen. Und deswegen, um die Stelle bestmöglich wiederzufinden, sehen wir dort den Clip, den kann man dann markieren, das zeige ich Ihnen jetzt auch gleich, wie das geht. Und dann kann man die Stelle gezielt operieren und nicht wild irgendwo etwas machen. So, zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit der Kernspintomographie, das ist das sogenannte MRT. Was wir nutzen, liegt die Frau etwas unbequem auf dem Bauch und die beiden Brüste gucken nach unten und dann nutzt man das Kontrastmittelverhalten, um zu sehen, wie sich denn in der Brust das Kontrastmittel verhält, ob es denn dort Auffälligkeiten gibt. Das ist jetzt mal so ein exemplarisches Bild und Sie werden mir zustimmen, dass das unterschiedlich aussieht. Auf der einen Seite sieht es ganz anders aus als auf der anderen Seite und die Kollegen aus der Radiologie, die geben uns da sehr gute Hinweise, dass wir gucken, wo wir denn Proben entnehmen müssen, um denn eben die Diagnose Brustkrebs auszuschließen oder aber, wenn wir sie wissen, können wir sie entsprechend nutzen, um es zu therapieren. Ich habe schon gesagt, wir nutzen diese Stellen, wo wir den Clip gesetzt haben, bevor wir mit einer Chemotherapie gestartet haben, nach Abschluss der Chemotherapie, um sie wiederzufinden. Und Sie sehen das hier, wir haben dort entsprechende Drahtmarkierungen vorgenommen. Wir sehen den Clip entweder im Ultraschall oder in der Mammographie, markieren uns gezielt die Stellen, um dann, so sieht das im OP dann aus, dann haben Sie diese Drähte. Und anhand dieser Drähte können Sie gezielt an der Stelle präzise nur dort das Gewebe resezieren und entnehmen. Früher hätte man gesagt, naja, da musst du eigentlich die halbe Brust entfernen, nicht? Das ist überhaupt nicht notwendig, das kann man gezielt und feiner machen. Klar ist das für die Patientin zunächst mal befremdlich, wenn sie da so Antennen in der Brust hat, nicht? Wir nehmen die alle wieder raus und es bleiben keine zurück. Und das kann man sehr gut machen und die Patientinnen werden ja in Narkose versorgt, wenn wir diese Drähte entsprechend entfernen. Wenn wir das entnommen haben, sieht das Ganze so aus. Sie sehen hier das OP-Präparat, Sie sehen, dass dort entsprechend die Drähte sind. Wir lassen dann das Präparat wieder röntgen, um sicher zu sein, dass auch alle Stellen, die wir uns vorher markiert haben, auch entsprechend entfernt wurden. Und dann bekommt das der Pathologe und der Pathologe untersucht das und sagt uns entsprechend, was denn dort noch für Reste des Brustkrebses zurück sind. Es gibt viele Möglichkeiten, eine brusterhaltende Therapie durchzuführen. Das müssen Sie nicht im Einzelnen wissen, Sie wollen es ja nicht operieren. Ich will damit nur sagen, der Krebs kann ja an unterschiedlichen Stellen im Bereich der Brust sein. Am häufigsten ist da immer oben außen,
Aber er kann, und das sehen Sie auf diesen Bildern auch unten innen sein, er kann an der Seite sein, er kann im Dekolleté sein, was immer besonders ungünstig ist. Aber die Brust an sich ist ein sehr dankbares Organ. Wir schaffen es, wenn wir nur kleinere Stellen dort entnehmen, dass wir das übrige Gewebe verschieben können, um eben entsprechend die Defekte, sag ich jetzt mal, möglichst gering zu halten, sodass eigentlich nur eine Narbe zurückbleibt und vielleicht ein minimaler Volumenverlust, aber nicht, dass tiefe Einziehungen oder Ähnliches daraus resultieren. Es gibt leider die Situation, dass wir auch heute nicht immer die Brust erhalten können. Und wenn das der Fall ist, dann ist das natürlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für die Frau, nicht? Und da versuchen wir durchaus dem entgegenzuwirken, dass wir den Frauen eben entsprechende Möglichkeiten anbieten. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie hier sehen. Es gibt auf der einen Seite immer die Situation, und das bieten wir den Frauen in den allermeisten Fällen an, dass sie fortwährend der Operation direkt den Brustaufbau bekommt. Das kann man mit Eigengewebe machen, nicht? Da gibt es viele Stellen, plastische Chirurgen sind da sehr einfallsreich. Man kann es vom Bauch, man kann es vom Rücken, man kann es vom Gesäß, man kann es vom Oberschenkel. Also es gibt viele Stellen, wo man den Gewebe entnehmen kann, um eine Brust wiederherzustellen. Oder aber man macht das mit Hilfe von Implantaten, Silikongel gefüllte Implantate, Kochsalz gefüllte Implantate, die man dort entsprechend einsetzen kann. Und Sie sehen einfach nur mal rasch ein paar Bilder, wie das denn ist. Das ist eine Patientin, da hat man noch sehr radikal operiert. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass das gemacht wurde. Und Sie sehen aber, es gibt die Möglichkeit, auch wenn radikal operiert wurde, das Ganze wieder aufzubauen mit Hilfe eines Implantates. Man kann das Ganze tätowieren, man kann die Brustwarze, den Warzenhof tätowieren. Aber heutzutage nehmen wir gar nicht mehr so häufig die Situation, dass wir denn die Brustwarze mit entfernen müssen. Sie sehen hier das Bild, wie das ist. Das ist der große Brustmuskel, den man sich zu Hilfe nimmt, um das Implantat adäquat abzudecken. Man hebt den ein wenig an und schafft dann eine Loge, wo denn das Implantat entsprechend platziert werden kann, unterstützt das mit Hilfe eines Netzes. Netze kann man aus unterschiedlichen Materialien herstellen, um eben zusätzlich dieser Muskel zu verlängern, weil der ja eigentlich nicht dafür gemacht ist, dass darunter durchaus jetzt ein Implantat sitzt. Und dann sehen Sie hier, wenn man das Ganze dort gemacht hat, dass man das wieder verschließt, und Sie sehen angedeutet darunter das Implantat befindlich, und so sieht das letztendlich in der seitlichen Aufnahme aus, sodass man eben das Drüsengewebe in diesem Falle durch ein Implantat ersetzt hat. Sie sehen hier unten, diese Implantate sind teilweise größenanpassbar, man kann die nochmal etwas auffüllen, um eben entsprechend auch eine Gewebsdehnung vornehmen zu können. Und da gibt es eben durchaus eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das sind mehrere Schritte. Sie sehen das hier, nicht? Man hat also in diesen Fällen, auf der einen Seite ist es sekundär rekonstruiert worden, als so zu einem späteren Zeitpunkt bei der anderen Patientin, haben wir gleich im Zuge der Operation die Brust wieder aufgebaut. Man kann allerdings häufig, heutzutage ist das sehr viel mehr en vogue, sage ich jetzt mal so, den Hautmantel erhalten und nur in der Tiefe die Drüse entfernen. Das ist eben auch so etwas, was man bei Angelina Jolie gemacht hat, nicht, die gar nicht erkrankt war, wo es nur darum geht, das Drüsengewebe zu resezieren. Und Sie sehen das hier, man sieht eigentlich nachher gar nicht wirklich etwas, nicht? Aber ich kann Ihnen sagen, auf den Bildern unten, da ist die Drüse entfernt und das Ganze ist durch ein Implantat ersetzt. Und Sie sehen das auf der anderen Seite auch. Klar ist das zu Beginn, Sie sehen dort noch einen Bluterguss, nicht? Ist es zu Beginn der Operation, die erste Zeit danach, durchaus noch etwas, was denn etwas blau oder gelb verfärbt ist, das verändert sich im Laufe der Zeit, das wissen Sie. Langfristig sind das allerdings Dinge, die gut sind. Kleiner Blick in den OP, dass Sie mal sehen, womit ich mich unter anderem zwischendurch beschäftige. Sie sehen hier, wie eben schrittweise die Brust entsprechend zunächst der Drüsenkörper entfernt wird. Sie sehen dann, wie denn eben eine entsprechende Höhle geschaffen wurde. Sie sehen dann, wie der große Brustmuskel entsprechend genutzt wird und wie man dann mit Hilfe dieses Netzes diesen Muskel verlängert. Das sehen Sie auf dem ganz rechten Foto. Und Sie sehen am Ende dann, wie das Implantat eingebracht wird und wie das wieder verschlossen wird. Diese weißen Schläuche, die Sie dort sehen, sind Wunddrainagen, die wir nutzen, um überflüssiges Wundsekret nach außen abzutrainieren. Also man muss sagen, es muss nicht mehr jede Brust heutzutage entfernt werden. 85% ungefähr aller Brustkrebspatienten können wir brusterhaltend versorgen. Und für die anderen gibt es Möglichkeiten, die Brust wieder zu rekonstruieren.
Das ist ebenfalls ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und der auch für die Lebensqualität der Frau eine große Rolle spielt. Auch da gibt es eine Untersuchung, dass Frauen, die sich haben die Brust wieder aufbauen lassen, länger leben als die, die es nicht gemacht haben. Es liegt nicht daran, dass Silikon gut ist. Wir sollten uns nicht alle Silikon irgendwo hinlegen, sondern es liegt einfach daran, dass natürlich die Lebensqualität und dass natürlich das Selbstwertgefühl mit eine Rolle spielt und dass es diesen Frauen dadurch deutlich besser geht. Das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung durchaus sagen. Ich beschäftige mich damit ja, wie gesagt, seit vielen Jahren. Wir wechseln mal kurz das Thema und kommen von der Operation auf die systemische Behandlung zu sprechen. Systemische Behandlung, nicht? Also etwas, was überall im Körper wirkt. Operation wirkt ja nur an der betroffenen Stelle. Und das müssen Sie nicht verstehen, kann ich Ihnen sagen. Es zeigt nur mal auf einen Blick, wie komplex die Behandlung des Brustkrebses heutzutage ist. Und das ist auch noch nicht in alle Einzelheiten. Aber es gibt eben mehrere Möglichkeiten, diesen Patienten mit einer Systemtherapie zu helfen. Und ich will Ihnen sagen, wir gehen das mal so grob, nur ganz grob durch, was man denn an ersten Erfahrungen und ersten Informationen gewinnt. Wenn wir eine Patientin haben, die mit einem Knoten kommt, dann kann die bei uns tagtäglich kommen. Die ruft mich jetzt morgens an und ich sage, setzen Sie sich ins Auto, kommen Sie vorbei. Dann nehmen wir eine Probe aus diesem Befund. Und der Pathologe gibt uns eine ganze Reihe an Informationen, die wir einfach brauchen, um die weitere Therapie für die Patientin bestmöglich zu planen. Der guckt auf der einen Seite nach Empfangsstellen, das sind sogenannte Rezeptoren. Der guckt, ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, mit einer antihormonellen Therapie etwas zu machen oder aber, ob wir vielleicht, wenn all diese Hormone nicht ausgebildet sind, doch eine Chemotherapie zur Behandlung brauchen. Der guckt, wie differenziert ist denn der Tumor, wie aggressiv ist denn der Tumor. Der guckt, wie denn ein Proliferationsmarker ist, wie schnell sich die Zellen teilen. Wir gucken natürlich, wie groß ist der Knoten. Wir gucken, was macht die Achselhöhle. Und manchmal ist es eben auch so, dass wir gucken müssen, hat denn der Brustkrebs bereits gestreut oder hat er es nicht? Er sagt uns zusätzlich nochmal was über den Tumortyp. Und all diese Informationen, die nutzen wir, um eben die Patientin bestmöglich zu behandeln. Und ich habe Ihnen schon gesagt, häufig gehört die Therapie systemisch vor die Operation. Und das ist etwas, was wir immer wissen müssen. Die Frauen, die haben den Druck und sagen, oh, der Knoten, der muss da raus, ich habe Krebs in meiner Brust, ich will, dass er sofort operiert wird. Das ist nicht richtig. Sie werden teilweise Behandler finden, die sagen, jo, das machen wir nicht, dann nehme ich dir erst den Knoten raus und dann behandeln wir danach. Dann habe ich aber nicht mehr die Chance zu überprüfen, ob sie die richtigen Substanzen erhalten. Und häufig muss dann viel zu viel Gewebe entnommen werden, was gar nicht sein müsste. Ich habe Ihnen einen Fall mitgebracht. Das ist eine junge Patientin, Jahrgang 85. Und die hatte eben das Glück, dass sie an einem Zentrum wie dem unseren sich hat behandeln lassen, weil sie im Rahmen einer Therapiestudie behandelt wurde. Ich hatte mal eine Patientin, die hat getitelt Versuchskaninchen leben länger. Es ist kein Versuchskaninchen, nur so geht es in der Medizin voran und wir alle profitieren von unseren Generationen vor uns, die an Medikamentenstudien teilgenommen haben und dass das individuell durchaus auch Vorteile haben kann, möchte ich Ihnen mit dieser Patientin zeigen. Das ist also eine Studie, die haben immer so komische Namen, das ist die Adapt-Cycle-Studie, müssen Sie nicht im Einzelnen wissen. Da geht es allerdings darum, präzise zu testen, wer braucht was und wer profitiert von welcher Therapie. Und so ist ein Studiendesign, wie wir das nennen. Nicht? Auch das brauchen Sie nicht zu verstehen, es reicht, wenn wir das tun. Aber das zeigt nun mal die Komplexität, was dort alles berücksichtigt wird. Nicht? Man guckt, wie die Rezeptoren sind, man guckt nach Gensignaturen. Das heißt, da ist nicht die Blutuntersuchung, von der ich vorhin gesprochen habe, sondern die Probe aus der Brust, die wir haben, die kann man untersuchen auf Mutationen und kann schauen, inwieweit eine Patientin von einer Chemotherapie überhaupt profitiert oder ob sie es nicht tut. Das machen wir nur bei diesen mittleren Risikofällen. Es gibt Fälle, da braucht eine Patientin eine Chemotherapie. Kommen wir mal auf diese Patientin, daran kann man es ganz gut verdeutlichen, zurück. Also junge Patientin, Jahrgang 85, die eben im März letzten Jahres an Brustkrebs erkrankt ist oder da wurde die Diagnose festgestellt. Sie sehen da jetzt so ein paar Buchstaben, nicht? Das T steht für die Tumorgröße, das N steht für den Nodalstatus, sprich für den Achselhöhlenbefall, das M sind die Metastasen, sie hat also keine Metastasen, aber sie hat ein G3. Ein G3 ist ein sehr aggressiver Tumor,
der vor 15 Jahren immer mit einer Chemotherapie behandelt worden wäre und heute leitlinienmäßig das auch immer noch müsste. Im Rahmen dieser Studie ist das allerdings etwas anders gelaufen. Sie hat zudem Hormonrezeptoren, nicht? Die sind ausgebildet, das hat den Vorteil, man kann auch langfristig eine antihormonelle Therapie geben. Und sie hatte zusätzlich ein großes Kalkareal, was wir auf den Mammografiebildern vorhin gesehen haben, was sehr groß war. Das ist nicht ganz wichtig, damit Sie den weiteren Verlauf verstehen. Wenn man dieses nur so betrachtet, ist das eine Patientin, die auf jeden Fall eine Chemotherapie bräuchte und es ist auf jeden Fall eine Patientin, bei der man die Brust, zumindest das Drüsengewebe, entfernen muss. So, jetzt hat die Patientin sich entschlossen, im Rahmen dieser Medikamentenstudie bei uns behandelt zu werden und zwar nur mit einer Tablettentherapie. Und das ist der große Unterschied. Diese Tablettentherapie ist natürlich viel besser verträglich als eine Chemotherapie. Sie macht nicht die üblichen Nebenwirkungen, sie macht nicht den Haarausfall, sie macht nicht die Übelkeit, das Erbrechen. Und die Patientin, die hatte sich eigentlich bei ihrem Arbeitgeber schon abgemeldet. Die hat gesagt, jetzt nächste halbe Jahr kriege ich Chemotherapie, da kann ich gar nicht arbeiten. Pustekuchen, sie ist ganz normal ihrem Job weiter nachgegangen und hat das exzellent gemacht, hat zwei kleine Kinder, Sie sehen, die Patientin ist ja sehr jung. Man kontrolliert darunter natürlich, wie sich dieser Tumor verhält. Und die Patientin hat jetzt eben über viele Wochen diese Tabletten erhalten und diese Tabletten haben dazu geführt, dass das Ganze wunderbar angesprochen hat. Dann haben wir sie trotzdem relativ radikal operiert. Und zwar liegt das daran, das habe ich vorhin gesagt, deswegen ist es wichtig, dass da ein großes Kalkareal war, 7 cm. Sie können sich vorstellen, die Patientin hatte jetzt nicht die allergrößte Brust, ne? A-Körbchen, die Damen wissen da was mit anzufangen, nicht? Da muss man einfach sagen, ja, wenn Sie da 7 cm Kalk entfernen, da bleibt nicht mehr wahnsinnig viel übrig. Und dann machen wir es lieber schön, indem wir es rekonstruieren mit Hilfe eines Implantates und haben auch bessere Möglichkeiten der Nachverfolgbarkeit. Also, diese Patientin haben wir so behandelt, obwohl das sehr gut angesprochen haben, dass wir den Drüsenkörper ausgeschält haben, haben die Brust rekonstruiert, so wie ich das Ihnen auf den Operationsbildern gezeigt habe und haben eben letztendlich dieses Ergebnis erzielen können. Es gab keinen vitalen Tumorrest mehr. Nur durch eine Tablettentherapie über 5 Monate war der Tumor komplett tot. Mehr kann man nicht erzielen. Das kann man auch nicht besser mit einer Chemotherapie erzielen. Diese Chance hatte sie nur, weil sie im Rahmen dieser Studie, das ist noch nicht zugelassen, das ist eine Zulassungsstudie. Das dauert allerdings immer viele Jahre, bis denn so Substanzen neu zugelassen werden. Und nur weil sie im Rahmen dieser Studie da hat teilgenommen, hat sie eben dieses letzte halbe Jahr deutlich besser erlebt und hat dieses exzellente Ergebnis erzielt. Es ist wichtig, das ist im Vorfeld schon diskutiert worden, dass große zertifizierte Brustkrebszentren, überhaupt onkologische Zentren, ich spreche ja jetzt nur über die Brust, aber das gilt für alle Zentren, die haben eine bessere Prognose. Und das sage ich nicht nur so, weil ich aus einem großen Zentrum komme, sondern da gibt es ebenfalls Daten zu. Sie sehen das hier, die 5-Jahres-Überlebensrate und das ist von 1996, das ist ein alter Hut, nicht? Professor Werner und ich, wenn wir uns alte Literaturstellen von 96 angucken, dann denken wir schon, das ist Steinzeit, nicht? Aber selbst da hat man es schon gewusst. Je größer denn letztendlich das Zentrum ist, desto besser ist das Outcome. Wir haben größere Erfahrungen, wir haben andere Möglichkeiten, wir haben Studien, die wir anbieten können etc. Und das wirkt sich auf das Gesamtüberleben aus. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, sind wir entsprechend natürlich zertifiziert, nicht? Und ich habe schon gesagt, nicht diese Urkunde, diese grüne, die da ist, das kontrolliere ich in vielen Zentren dieser Republik, angrenzender Länder, nicht Österreich, Schweiz, Südtirol, die alle lassen sich nach der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizieren, weil wir einfach dort bessere leitlinienkonforme Therapie durchführen können. Und deswegen Teilnahme an Studien lohnt sich. Wenn Sie die Chance haben und jemals diese Situation erleben müssen, versuchen Sie sich in Studien behandeln zu lassen. Sie werden besser kontrolliert, Sie werden besser und kontrollierter behandelt und haben die Chance auf innovative Konzepte, die einfach noch nicht der allgemeinen Situation zugelassen sind, zu erhalten. Deswegen kann ich Sie da nur animieren. Durch die Teilnahme an Studien haben wir ebenfalls ein besseres Überleben. Auch da muss ich sagen, nicht, wenn Sie in so einem Haus wie dem unseren sich operieren lassen, wir machen zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren, dass wir zum Beispiel bei der
Diagnose von Brustkrebs aus dem Beckenkamm entsprechende Knochenmarksproben gewinnen. Die lassen wir untersuchen und wenn wir feststellen, das sind immer in 35% der Fälle, dass diese Zellen dort nachgewiesen sind, dann hat der Brustkrebs nicht gestreut, aber das Rückfallrisiko ist größer. Allein das zu wissen, würde keinen Sinn machen zu sagen, naja, der eine hat Pech gehabt, der andere hat Glück gehabt, sondern auch das zieht therapeutische Konsequenzen nach sich. Wenn man diese Frauen, bei denen das nachgewiesen wurde, mit einem Bisphosphonat behandelt, einem knochenstärkenden Substanz, dann verbessert das die Prognose deutlich und wir sind in der gleichen Situation, als hätten wir es nicht nachgewiesen. Also auch da haben Sie die Chance, in größeren Kliniken entsprechend besser behandelt zu werden. Ein letzter Satz, ich komme jetzt zum Ende, Frau Reimann wird schon ganz nervös, sind die Möglichkeiten auch in der Verbesserung von Nebenwirkungen. An großen Zentren haben Sie die Möglichkeiten, und das kann ich Ihnen hier auch sagen, zum Beispiel Haarausfall zu vermeiden. Nicht? Das ist ein sehr einschneidendes Erlebnis für Frauen, die eine Chemotherapie erhalten, dass es häufig zum Haarverlust kommt. Für uns Männer wäre das etwas besser tolerabel. Nicht? Für Frauen ist das nicht so. Sie kriegen sogenannte Kühlkappen auf. Nicht? Das heißt, während der Chemotherapie eine Stunde vorher, eine Stunde hinterher, bekommt man das ist wie eine Badekappe, durch die das Wasser fließt. Das ist 16 Grad gekühltes Wasser und das verhindert, dass denn eben die Chemotherapie im Bereich der Haarfollikel sich ausbreiten kann, sodass wir es schaffen, einem Großteil der Frauen entsprechend die Haare zu erhalten, sodass eine Perücke nicht notwendig wird. Auch die Chance haben Sie nur an entsprechend großen Kliniken. Und deswegen kann ich Sie nur animieren, wenn wir in so Ballungsräumen, an denen wir uns befinden, sollte man das entsprechend nutzen. Und jetzt danke ich Ihnen, ich habe Sie lange genug entsprechend mit der Thematik versucht zu unterhalten oder auch zu informieren und sage ganz herzlichen Dank an dieser Stelle.